Das ist Laura Schälchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten von den Leuten, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von Pepe Regazzi. Der Nationaltrainer von Swiss Snowboard hat in den letzten Jahren jede freie Sekunde damit verbracht, das ursprüngliche Tessin zu bereisen, weil er von seinem Heimatkanton so fasziniert ist. Mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner wunderschönen Landschaft, mit den unglaublichen guten Menschen, die noch im Schatten probieren, die alte Tradition weiterzugeben. Ich glaube, das macht jeder von uns irgendwie mal durch. Also weißt du, von woher komme ich eigentlich und was ist schon da? Das hat er mittlerweile auch in zwei Büchern festgehalten. Di Gino di Cugino und Familia Nostrana. Und die Idee mit Julia Cretin, Fotografin, die eigentlich zusammen diese Bücher gemacht haben, haben wir gemeint, wieso machen wir nicht so eine Zusammenfassung von all diesen Köstlichkeiten, all diesen guten Sachen vom Tessin. Darum trifft sich Laura mit dem Pepe, um sein Tessin kennenzulernen. Weil der Pepe kennt sich aus. Mit dem Essen, den Traditionen, seinem Appe. Und vor allem mit den Menschen und ihrem Arbeiten. So wie der Walter Branca. Der Walter im Lago Maggiore ist einer der Profifischer, die noch gibt. Es sind, glaube ich, 3-4. Und das Spezielle daran von ihm ist einfach, dass er hat committed, sein ganzes Leben Fischer sein, in der Natur draussen sein, auf der See, allein und ja, mit den Fischen zu tun. Pecha! Pecha, Pecha, Pecha! Ich habe jetzt einige Fischer kennengelernt von der ganzen Welt. Und ich meine, du brauchst einen echten Charakter, um Fischer zu sein. Cosa che ti piace tantissimo il pesce o il pescatore? Non ho capito. Scarpione! Ah, ho capito il pescatore io! Ich habe nicht verstanden, oder wenig. Der Dialekt. Der Dialekt ist. Ma sulla pesca la mi parla in dialetto, resta più se non strano, no? Anche di termini dei red, no? No? Der redet jetzt auf Italienisch, dass die Zucchini aufsteht. Das ist auch so etwas. Ich habe das nie realisiert. Ich glaube, wenn du da hinkommst in die Ferien, dann bist du gar nie so mit dem Dialekt in Kontakt. Kontakt zu den Menschen ist das, wofür der Pepe lebt. Also fahren sie vom Lago Maggiore nach Olivone, um Tessiner Spezialitäten kennenzulernen, die von besonderen Menschen gemacht werden. Das Paar, das hinter der Molkerei Teura steckt, geht seinen ganz eigenen Weg. Ja, und dann, was machst du jetzt mit Biomilch in Olivone? Wenn, die wäre einfach zusammengeschüttet worden mit der anderen Milch. Also, dann war es irgendwie klar gewesen für alle, jetzt müssen wir unsere Käse haben. Sedi Roth ist für den Verkauf und die Organisation zuständig. Ihr Mann, der Giampolo Marchi, macht den Käse. Controllo del maestro. Devo fare questo taglio netto, allora vuol dire che la cagliata è pronta per la lavorazione. Si taglia a croce prima. La croce svizzera. Dopo si vede nel formaggio che è svizzero. Die Vision von einer Biomolkerei mit 0 km Produktionsweg vom Melken bis zum Verkauf war schon lange ein Herzensprojekt von diesen beiden. Ganz genau. Also man sagt Kilometer Zero. Ja, ist nicht ja. Kilometer Zero, ist Metro Zero. Ja. Noch weniger. Ciao, arriva. Ciao, Edi. Also es gibt Leute, die arbeiten für Geld und es gibt Leute, die arbeiten für etwas, weil das ihre Liebe ist. Wow, hat einen mega interessanten Geil, Geschmack. Also, ja, du merkst eben die Brennnessel, aber wenn er kalt ist, nicht. Aber wenn er draussen war, dann merkst du es richtig so. Und die Vision, also dass Teddy 20 Jahre gebraucht hat, um ihre Vision zu verwirklichen, ist für mich sehr emotional. Und ich glaube, vielleicht ist das das, was der Pepe sucht oder findet, ist das Emotionale in allem drin. Etwas, das wirklich traditionell ist und von da sind die zwei. Der Gräucher, das ist sicher eine Tradition der Alpen, ja. Also, das ist um einen haltbar machen. Weil es ist für lange, da hat man nicht mehr gehört von so Ricotta, Fumicata. Genau. Also, früher hat das jeder gekannt. Ein weiteres traditionelles Überbleibsel von der Tessiner Geschichte finden wir im 1 Stunde von entfernten Ponte Brolla.
An Orten, wo kalte Luft aus dem Berg geströmt ist, hat man Steinmauern aufgeschüttet, um eine Art einen Kühlschrank zu bauen. Sie haben eben so rustig gebaut, so Kantinenbau zuerst. Und dort haben sie eigentlich Salami und Käse bewahren. Und plus auch noch vielleicht auch den Wein. Salut! Der Davide oder Dado Buvolli hat im geschichtsträchtigen Grotto America 5 Jahre gearbeitet und jetzt von seinem Bruder übernommen. 30.000 sono stati i cinesi partiti per la California da metà dell'Ottocento fino alla prima guerra mondiale e Grotto America era un posto dove la gente si trovava prima che partivano. Felice, vai. Là la mia compagna. Laura. Scozzi. Che vedi la mia compagna, la Laura? Ma le vado indietro. No, perché no. Secondo me te le nascondi da te. Ah, guarda sotto al tavolo. Sto ferma. Dass Tessine so laut sind, das habe ich gar nicht gewusst. Tessine gehen immer auch an den Partys und sie sind immer die Lustigen, oder? Aspetta, che ti do la costruzione. Ha detto prima si mangia, poi si parla. Andiamo a vedere la cucina, dai. No, lascialo che lui sta lavorando. Non ci schaffen. Ursprünglich hat es im Grotto nur Käse, Aufschnitt und Wein gegeben. Aber heute gibt es auch traditionelle Gerichte wie Risotto, Polenta, Brasata und Ringhetta. Si, okay, va bene. Ja, ein paar Junge in der letzten Zeit übernehmen eben die Grottis, die bis vor ein paar Jahren sind eben ziemlich alte Leute, die haben das gemacht. Das ist auch normal, sie haben auch von der Tradition mehr gewusst. Und jetzt übernehmen sie ein bisschen die Jungen und bringen ein bisschen auch frische Luft drin. Und das bringt eben ein bisschen das Alte mit dem Neuen zusammen.